Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Training. Die heutigen Übungen sind für mehr Beweglichkeit im Rückenbereich. Das komplette Trainingsprogramm gegen Rückenschmerzen und mehr Beweglichkeit in der Rückenmuskulatur findest du übrigens auch auf meiner Homepage unter wlnd-fitness.com. Wir werden heute 7 Übungen absolvieren, jede Übung mit 45 Sekunden Belastung, dazwischen 30 Sekunden Pause. Die erste Übung sind die Good Mornings stehend. Dazu stellst du dich auf den Boden, die Arme werden an die Schläfen gegeben und nun wird der Oberkörper leicht nach vorne gebeugt und wieder angehoben. Achte dabei, dass du mit dem Rücken stets gerade bleibst. Wir starten in 5 Sekunden. Fingerspitzen an die Schläfe und los geht's. Ausgezeichnet. Weiter geht's mit dem Oberkörper rotieren. Dazu überkreuzt du deine Arme vor der Brust und drehst den Oberkörper einmal nach links und einmal nach rechts, so weit wie möglich, damit du hier auch die Beweglichkeit in den Rücken hineinbekommst. Wir starten in 5 Sekunden und los geht's. Okay. Weiter geht's mit einer klassischen Dehnungsübung und zwar die Vorbeuge. Dazu werden die Beine hüftbreit geöffnet und du gehst mit den Fingerspitzen Richtung Boden und versuchst so weit wie möglich nach unten zu kommen. Wir starten in wenigen Sekunden und los geht's. Die Beine bleiben gestreckt und du versuchst mit den Fingerspitzen so weit wie möglich nach unten zu kommen. Sehr gut, langsam wieder aus der Dehnposition hinausgehen, Oberkörper aufrichten und auslockern. Die nächste Übung ist das Armrotieren nach hinten. Dazu schwingst du beide Arme einmal über rechts und einmal über links nach hinten und rotierst den Oberkörper mit. Der gegenüberliegende Arm kann auf die Schulter kurz antipsen. Und wir starten los. Thank you.
ausgezeichnet. Die nächste Übung ist das Beine links und rechts zur Seite führen. Dazu setzt du dich auf den Boden. Die Beine bleiben 90 Grad abgewinkelt. Du legst den Kopf ab. Die Arme sind seitlich ausgestreckt, die Beine sind geschlossen und nun werden beide Beine nach links und nach rechts gegeben. Und los geht's. Jawohl, ausgezeichnet. Die nächste Übung ist eine klassische Dehnungsübung. Du legst dich dazu auf die Seite. Das obere Bein ist 90 Grad abgewinkelt. Das untere ist gestreckt. Nun drückst du mit dem Arm das Knie nach unten und rotierst mit dem Oberkörper in die entgegengesetzte Richtung. Also der Oberkörper wird jetzt in die entgegengesetzte Richtung gedreht, das Knie wird nach unten gedrückt. Und langsam wieder aus der Dehnposition herausgehen. Und wir wechseln auf die andere Seite. Das untere Bein ist gestreckt, das obere ist 90 Grad gebeugt. Das Knie wird jetzt wieder nach unten gedrückt und der Oberkörper in die entgegengesetzte Richtung gedreht. Sehr gut, langsam wieder lösen. Und wir sind schon bei der letzten Übung angelangt. Dazu kniest du dich auf den Boden, gehst in die Vierfüßerposition und gehst nun aus dieser Position nach vorne und streckst den Rücken durch. Und los geht's. Ausgezeichnet. Das waren meine 7 Übungen für einen beweglicheren Rücken. Du kannst
nun auch einen zweiten Durchgang absolvieren, nach einer kurzen Pause von 2 bis 3 Minuten. Wenn dir das Video gefallen hat, gib mir doch einen Daumen nach oben und abonniere meinen Kanal. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Also bis dahin, alles Gute und bis bald!